Schönen guten Tag, wir sind von der Polizei. Mein Name ist Meier, das ist mein Kollege Unterhofer. Bitte die Ausweise. Wir wollten kurz nachfragen, ob Sie etwas Verdächtiges bemerkt haben in den letzten Tagen in der Gegend. Ist etwas aufgefallen? Verdächtige Personen? Nein, keine? Nein. Uns sind einige Diebstähle und Betrugsfälle gemeldet worden, deshalb sind wir hier. Wir wollten nachfragen, ob Sie Ihre Sachen in Sicherheit haben, Geld, ja. Schmuck, in ja, Safe. Ja. Was haben Sie? Haben ja, Sie irgendwelche? Unseren Safe. Schön, das ist perfekt. Eine kurze private Frage, wir sind schon den ganzen Vormittag unterwegs. Darf mein Kollege kurz auf die Toilette gehen und Sie benutzen? Ja, bitte. Wäre das möglich? Geradeaus. Danke. Dankeschön. Sehr nett. Betrug an Senioren kommen öfters vor, als man denkt. Situationen wie die, die wir gerade gesehen haben, sind leider häufig die Tagesordnung. Solltet ihr Zweifel oder einen Verdacht haben, wendet euch unter der Nummer 112 an die Polizei und Sicherheitskräfte. Die Stadt Bozen sagt gemeinsam mit ihren Bürgern und Bürgerinnen Nein zu Betrug und Trickbetrug an Senioren. Zusammen können wir sie bekämpfen, weil Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser.